Für den Betrachter im Museum herrscht meist Stille. Doch selbst das leiseste Stillleben ist in der Natur von Hintergrundgeräuschen umrahmt. Das gemalte Abbild hingegen bleibt tonlos. Dieser scheinbaren Unvereinbarkeit von Bild und Ton wird im Lentos Kunstmuseum Linz mit der Ausstellung See This Sound entgegengewirkt. Als Besucher kennt man ja Museen vor allem als Häuser der visuellen Kunst. Also vor allem der Sehsinn wird hier gefordert. Und mit der Ausstellung hier im Lentus, die See This Sound, Versprechungen von Bild und Ton, ist es natürlich so, dass wir sehr intensiv einfach die Sinne, andere Sinne eben auch einbeziehen, eben das Hören und Fühlen, weil Sound ja auch immer gefühlt auch und gehört wird. Für mich haben Bild und Ton eine eigene Autonomie. Und diese Autonomie macht es mir möglich, bestimmte Aspekte in den Bildern und im Ton zu sehen, die, wenn sie sich scheinbar miteinander verbinden, nicht so leicht greifbar sind. Den Ton braucht es, um die Arbeit sozusagen auch sinnlich erfahrbar zu machen. Ausgehend von den filmischen Klangvisualisierungen der 1920er Jahre werden in 8 Bereichen wichtige Wegmarken und historisch-soziale Bezugspunkte gezeigt, in deren Zusammenhang sich Künstlerinnen und Künstler mit Sound und Komposition beschäftigt und das mediale Verhältnis von Bild und Ton reflektiert haben. Es gibt eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit, auch in der klassischen Malerei gibt es natürlich schon im 19. Jahrhundert viele Künstler, die ganz bewusst Klangfarbe oder Farbe auch in Klang und musikalischer Hinsicht gesehen haben. Im Film kann ich eben so machen, ohne dass man was hört. Ja, in der Natur nicht. Und wenn ich das jetzt, und dann habe ich meine Assoziationen, was das sein kann. Ne? Und wenn ich das jetzt mit anderen akustischen Ereignissen, die aber genau passen, synchron bringe, ja, wie zum Beispiel Klipp, ja, ah, ja, dann, und man sieht das und hört das, dann sage ich etwas aus. Das ist ein Vokabel geworden. Durch technische Verfahren und Hilfsmittel ist es kein Problem mehr, Bilder hörbar und Töne sichtbar werden zu lassen. Aber ist der Mensch überhaupt in der Lage, mit diesen verfremdeten Reizen etwas anzufangen? Oder ist er doch noch etwas überfordert? Also jetzt gerade fühle ich mich so. On the one hand, we've become used to. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir gelernt, vieles gleichzeitig zu machen. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn man Ton und Bild aus dem Kontext reißt und sich daraus mehrere Sichtweisen ergeben, die parallel ablaufen, kann es sogar etwas Verlangsamendes haben. Man kann sich auf eine der Dimensionen konzentrieren, weil jede für sich eine spezielle Qualität hat. Vielmals gesagt, ja, das Auge ist für die Malerei, das Hören ist für die Musik. Ne? In unserem lebenden Organismus aber spielen die Dinge ununterbrochen ineinander und miteinander. Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich heute ganz selbstverständlich mit dem Klang dieser Welt. Und dass der Klang über die Welt ebenso viel mitzuteilen hat wie ihre Form- und Farbenpracht, muss wohl nicht länger in Frage gestellt werden.